Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei World of Warcraft. Ja, letztes Mal haben wir da diese bösen Käfer da die Beine ausgerissen. Hier sind sie, die gehen wir jetzt hier ab. Knapp 11.000 melde ich euch bei Gremix am Mooshügel. Alright. So, ach, mir geht's eigentlich recht gut. Und dir? Geht's dir auch gut? So. Das, genau, die habe ich in der letzten Folge noch bekommen. Wo ich, glaube ich, gesagt habe, die sind besser. Jawohl. Dann darfst du die auch haben. Mr. Zwerg. Ja. Und inzwischen habt ihr schon gesehen, welches Spiel ich vorgestellt habe. Wie war es anders zu erwarten? Natürlich World of Warcraft, Warlords of Draenor, das Addon dazu. Das soll ja angeblich laut der BlizzCon ja noch diesen Sommer rauskommen. Ich hoffe es echt. Nur, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht. Die letzten Betas liefen so im Schnitt 7 bis 9 Monate. Wenn sie es wirklich im Sommer rausbringen würden, dann wäre das eher so Spätsommer. Na gut, bis September wäre eigentlich Sommer. Okay, das wird sich eigentlich ausgehen. Aber dann ehrlich gesagt, sie müssen dann wirklich bald mal anfangen, wenigstens die Family and Friends Alpha oder irgendeine Beta mal starten oder sonst irgendwie was. Ich hoffe nicht, dass sie sich da jetzt durch irgendwas drängen lassen und ja, dass sie übereilt einfach rausklopfen, das Spiel. Was ist hier? Ich würde sagen, ich falle zuerst in die Grube, natürlich. Dann gehe ich da rauf, da gibt's einen, Moment, einen Flugpunkt habe ich doch schon am Mooshügel. Natürlich! Das heißt, wo ist er? Unser Airline-Typ. Hello, Mr. Crive heißt er, aha. Redet mit mir! Mr. Crive. Okay. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, also, ich weiß nicht. Hab da so meine leichten Bedenken. Wahrscheinlich werden sie das eh irgendwie nochmal verschieben, dass sie sagen, ja, okay, dann erst im Herbst oder Winter. Ja, aber irgendwie hat Blizzard eigentlich noch nie gemacht. Am 25. März soll jetzt Diablo 3 rauskommen, das Add-on. Und dass sie dann wirklich schon 3-4 Monate später dann noch ein Spiel hat, das haben sie eigentlich noch nie gemacht. Da war eigentlich mindestens immer eine Spanne von 6 Monaten dazwischen. Keine Ahnung. Rechnen wahrscheinlich damit, dass beide Spiele gut gekauft werden oder so, oder... Man weiß halt nicht, was da in den Köpfen vorgeht. Na, was ist mit dem Zelt? Wird das da vielleicht mal ordentlich aufgebaut? Und da, wieso liegt hier ein toter Blutelf? Also echt, ihr seid hier so unordentlich. Und ihr drei, wieso läuft ihr da im Kreis? Darf doch nicht wahr sein, aha. Ja, was wollt ihr? Deine Mädels, ihr haltet 10 weggeworfene Vorräte. Soll mal recht sein? Super Clever Quest, gibt's auch immer noch. Aha. Erhaltet 4 der Blüten. Okay. Bleibt sauber! Will hier noch mehr was? Da sehe ich gerade ein letztes Blümchen. Ein letztes Blühümchen! Ups, ich sehe. Inzwischen ist mein Buff abgelaufen. So, und da sind wir wieder voll im Rennen. Und wir machen wieder Damage. Na. Blute. Oh, eine Mithril-Schließkassette. Jetzt müssen wir nur mehr jemanden finden, der uns das Teil aufmacht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir... Ach, das haben eh auch die hier schon. Das sind die gleich hier schon. Sehr schön. Holen wir uns mal diesen Membranschuppen. So. Na, ihr könnt ja gar nichts. Ach, barieren. Wie kann denn der barieren? Das ist ein Vieh. Da, ein klebriger Schlamm. Die laufen hier echt überall rum. Diese Schlammtypen. Und hin bist du. Ja, jetzt fehlt noch mehr 40... Ach so, ich habe ja gesagt, ich melde mich nur eine Folge an. Ja, steht leider nichts. 21 Minuten und das ist ewig schon nicht aufgegangen. Ist ja jetzt auch blöd. Die Folge ist mitten im Laufen. Wenn ich Pech habe, geht das Instanz gleich auf und dann wird mir die Folge zu lang.
Gut, dann machen wir noch die Folge zu Ende und dann melde ich mich neu an. Für einen Dungeon! Es gibt eh noch so ein paar. Ich würde auch gerne noch in den Tempel und so reinkommen. Eventuell auch Düsterbrot. Wäre auch super. So, mal kurz heilen. Gibt da eh noch so ein paar coole Instanzen. Wo ich da wirklich hin will. So. Lauf schneller, du. Dicker Panda, du. Und wieder heilen. Kritische Heilung mit knapp 3000. Und da sind wir schon wieder gleich instant voll. Jetzt triff doch, du! Dämliche Panda-Dussi! So, zack. Kritisch. Overkill war das. So, das. Ja, voll in den Arsch. Ich finde das so geil, dass man seit Mist of Pandaria Blitzschlag im Laufen im Laufen casten kann. Jetzt wollte ich sagen, im Casten laufen kann. Na, eigentlich passt ja beides. Okay. Hey, wer wird Kirschnern? Du. Das ist sowas Vergessliches. Ich sag's euch, dieser Grafos. Schlimm. Hatten hier wir 90-Jähriger. Total Alzheimer und das ganze Zeug. Nicht zum Aushalten. Mit dem. Und labert nur Mist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich bin außer Reichweite. Vernehmen Nummer 15. Das sollte auch irgendwann rare sein. Ach, da mehr Glück und er ist da, weil man, ich habe schon lange keine Spieler mehr getroffen. Und generell finde ich. Ich habe eigentlich generell sehr wenig Leute getroffen. Ich meine, ich bin jetzt schon 52. Hab extra einen Server gewählt, der wirklich da eine hohe Population hat. Aber. Genauso leer in den unteren Gebieten wie jeder andere Server. Also. Es ist eigentlich scheißegal, wo man da wirklich anfängt heutzutage. Besonders mit diesen Cross-Realen sind viele eh von anderen Servern, aber trotzdem. Nee, nee. So, noch 10 Stück. Und wie schaut diese riesengroßen Tyrannosaurus Rex-Dinger-Dinos? Gibt's glaube ich nicht mehr. Also. So einen habe ich bis jetzt überhaupt noch nicht gesehen. Ich vermute mal, die haben es wirklich rausgenommen. Echt schade. War dann auch immer so gefährlich. Mit ihren Vieh und alles. Die waren, glaube ich, ja auch Elite damals. So, da. Try noch. Try Stirk. Ah, da haben sie jetzt auch Weg gemacht und da ein bisschen beleuchtet. Sehr schön, sehr schön. Zack, Totem, ich helfe dir beim Hochheilen. Du quälst dich ja eh so ein bisschen ab. Sehr schön. Ja klar, jetzt ist natürlich, sind nur zwei drin, wo ich da drei brauche. Komm her, dann musst du jetzt auch noch sterben, sonst hätte ich dich leben lassen. Verfehlt! Natürlich! Nee, nee, nee. Und da schon wieder verfehlt. Ja, hallo! Ja, für einen Lebenspunkt da über 800 Schaden gemacht. Sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich mir da kurz was anschauen. Okay, ich hätte nur 6%. Okay, aber. Okay, 16% Mist. Okay, das ist ja normal. Okay, da. Okay, hier müsst ihr irgendwo machen. Oh! Wenn man schon davon redet, hm? Toll. Yeah, ein Stück. Wuhu! So, da suche ich jetzt noch schnell 6 Gelbers. Ah, da ist noch einer.
dass wir die auch haben. Denn der kleine Gnom will ja damit experimentieren. Da hinten, das ist übrigens der Aufgang zu Silithus dann. Da seht ihr eh schon da so alte Bauwerke. Auch leicht ägyptisch angehaucht und so ein bisschen. Aber nicht so extrem wie in Uldum. Dort ist das viel mehr und sieht auch noch viel cooler aus. So. Le gelba de mar cristallos. Where are you? Please. Meldung machen. Die heißen Quellen von Golaka. Ja, da ist auch immer so ein... Oh, die Geister sind hier neu. Die gab's hier damals nicht. Da oben am Berg stand auch immer einer. Und hier ist auch immer so ein riesen Dino vorbeigelaufen. Also ich schätze mal, die gibt's echt nicht mehr. Oh, da gibt's aber noch eine Quest. Braucht ihr Hilfe? Maximilian von Nordhain, fahrender Ritter und hat ein Pferd. Ziehe den Ehrenfreund. Also. Ach, okay, da muss ich den mitnehmen, den Typen. Moment. Funks Nilmina besorgt 8 Dinosaurierknochen. Okay. Und der hier will auf Drachenjagd oder so gehen, glaube ich. Ehre dem König, Freund. Ja. Das ist doch gleich so, sonst muss ich mir nicht... Ja, von mir aus, mach mal ja her. Wuhu. Das Licht segne euch. Einfach Stopp drücken, wer das lesen will. Und dann passt das schon. So. Für die Allianz. Gut, die bösen Drachen, genau. Die bösen Drachen da im Ungordergrater. Jetzt muss ich 15 Drachen töten. Ja, er meint eigentlich die Dinosaurier. Wäre es halt ein bisschen dämlich. Seid gegrüßt. Und Jungfern sind zum Retten da. Sehr gut, das heißt... Für die Allianz. Okay, und der Toki. Gut, die treiben sich hier überall rum. Habseligkeit eines Blutelfen. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst darüber, denn der muss irgendwo da die Leiche oder sowas liegen. Oh, I see, the Folge du schon wieder Ending und so weiter in my perfect English. I have to say it. Bist du da oben? Die Jungfrau auf den Klippen. Sehr schön. Ja, nicht so blöd verdrehen. Nein! Madam! Moment. Och, der hat mich sogar gebufft. Segen der Könige, alle Werte um 10% erhöht. Nein. Entfällt den gebrigen der von der Leiche eines der Elementars. Nein. Sieh da, Sir. Grüße. Seid vorsichtig. Ja, irgendwie will er die aber gar nicht retten. Jetzt rette sie! Gut, dann würde ich sagen, ich beende hier mal die Aufnahme und schau mal dann an, wie er die retten kann. Die Quest ist leider neu, die kenne ich noch gar nicht. Jetzt schreibt das! Seht euch diesen Arsch an! Na, kann das sein? Der verarscht mich doch, oder? Hopp, boah. Sehr wow, wie der springen kann. Nein, habt keine Angst, denn ich stütze nicht in den Tod, sondern falle in der Wartenlame meines Knappen. Los geht's. Na, du Arsch! Jetzt hat er sie umgebracht! Na, ich glaub, ich sehe da nicht richtig. Warte, lass das nicht an die Schuld, so ist das immer. Jetzt gibt er mir die Schuld! Boah! Du Affenarsch, du Dämlicher!
bringt sie um und dann sagte ich was. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Ja, wahrscheinlich schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao, euer Graphos.